Freunde, endlich ist es wieder soweit. Und nein, ich muss nicht auf Klo. Denn heute spielen wir mal wieder Roblox Brookhaven. Warte mal, was habe ich gehört? Das klingt mir verdächtig nach einer Challenge. Warte mal, was hat der verrückte Typ da unten gesagt? Challenge? Aber ja, Freunde, ihr habt richtig gehört. Wir spielen endlich mal wieder Roblox Brookhaven. Also lasst jetzt gerne mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr wie dieses zu verpassen. Und wartet mal, wer war das eigentlich, Freunde? Meinst du etwa mich? Hey ja, wer sind Sie? Ich habe gehört, du spielst wieder Roblox Brookhaven. Nun bin ich da, um eine krasse Challenge für dich am Start zu haben. Oh mein Gott, Freunde! Natürlich haben wir Bock auf eine Challenge. Also sag mir sofort, was die Challenge ist. Die Challenge ist ganz einfach. Dreh am Glücksrad und schau, welchen Job du bekommst. Und den musst du ausführen. Solltest du es schaffen, bekommst du 1000 Robux. Aber wenn nicht, bekommt deine Community 1000 Robux. Oh mein Gott, was? Okay, ich muss sagen, das ist natürlich mega cool. Denn egal, ob ich es schaffe oder nicht, irgendjemand von uns beiden bekommt 1000 Robux. Also würde ich sagen, starten wir direkt. Hey, wo ist der hin? Leute? Okay, Freunde, es gibt anscheinend mehrere Berufe. Und ich würde sagen, wir drehen mal und schauen, welchen Beruf wir bekommen. Und Koch? Okay, Challenge accepted. Und Freunde, wir werden heute mehrere Berufe kennenlernen. Also der ist bis jetzt voll in Ordnung. Und ich muss ja theoretisch jetzt nur Essen kochen. Also, solange es nicht im wahrsten Sinne des Wortes in die Suppe fällt, bin ich tatsächlich sehr optimistisch. Okay, hab alles unter Kontrolle. So, und, warte mal. Hey, oh mein Gott, die Temperatur ist ja übelst heiß. Vielleicht habe ich dann doch nicht alles unter Kontrolle. Ich würde ganz, ganz schnell sagen, das machen wir schnell wieder weg, bevor wir noch unsere Kunden verscheuchen. Oh, hab ich einen Mordshunger. Los, gut, es gibt das Brooks-Dinner. Oh, wartet, der Popel ist gleich raus. Entschuldigung, was macht sie da? Nichts. Willkommen im Brooks-Dinner. Ich bin Vitamine. Was wollen Sie? Ehrlich gesagt wollte ich nur einen Burger, aber jetzt habe ich Ihren Popel aus der Nase gesehen. Übelst ekelhaft. Nee, das war kein Popel. Das war ganz normal. Naja, so lecker sah das nicht aus. Aber ich würde trotzdem einen leckeren Burger nehmen. Na klar! Ein Burger kommt sofort. Freunde, ich weiß gar nicht, wie ein Burger funktioniert. Wie mache ich den überhaupt? Aber egal, ich werde mein Bestes geben. Ab geht es, was essen? Warte mal, was? Ja, warte mal, was ist das denn? Oh nein, ich muss hier weg, Freunde. Oh mein Gott, dieser Job funktioniert überhaupt nicht. Oh, Mist. Irgendwie sehe ich ein bisschen aus wie eine verbrannte Karotte. Aber Freunde, ich würde sagen, wir losen den nächsten Beruf aus. Und wir sind Lehrer. Okay, macht einfach mal zwei kleine Schüler. Okay, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich überhaupt gut als Lehrer bin oder schlecht. Okay, Lehrervitamine. Gefällt mir ehrlich gesagt besser als davor. Ich meine, zumindest als Koch war ich nicht so gut. Aber vielleicht kann ich jetzt besser werden. Okay, ich bin bereit für meine nächste Aufgabe. Herzlich willkommen, Schüler. Okay, das hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Aber egal, Freunde. Die Schüler sind ja noch relativ neu und müssen mich erst kennenlernen. Also, meine Schüler. Ich bin der Mr. Vitamine. Guckt euch mal das TikTok an. Ja, das ist cool. Sag mal, was will eigentlich der da vorne? Und ja, ich bin euer neuer Lehrer. Und ich werde euch viele neue coole Dinge beibringen. Seid ihr denn schon gespannt? Okay. Die Reaktion hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber egal, um locker zu werden, würde ich sagen, stellt ihr euch erstmal vor. Okay, als erstes das Mädchen im Pinken. Mein Name ist Luise. Und ich bin die Beste in Mathe. Cool, Luise. Werden wir das gleich mal testen? Was ist 5 plus 5? Das ist doch jetzt Spaß, oder? Natürlich 24. Naja, so fast. Kriege ich jetzt eine gute Note dafür? Freunde, wer sagt ihr? Aber ich würde sagen, Freunde, ihr schreibt jetzt alle mal in die Kommentare, was ist 5 plus 5? Und wer das richtige Ergebnis hat, schreibt es in Roblox-Namen noch in die Kommentare. Und mit ein bisschen Glück kannst du Robux gewinnen. Aber egal, gucken wir mal weiter. Und stellen wir mal dieses Mädchen hier vorne. Warte mal, am Handy? Warte mal, hey, leg das Handy weg!
Leute, schaut euch mal meinen neuen dummen Lehrer an. Vitaminus oder so, keine Ahnung. Leute, wir sind gerade über 235 Leute live. Guckt euch diesen Dummen an. Hey, warte mal, ich bin kein Dummen. Okay, warte mal, das müssen wir auf jeden Fall noch klären. Aber ich würde sagen, kommen wir mal zum Jungen dort hinten. Sie meinen etwa mich? Oh ja. Und wie ist dein Name? Mein Name ist Julius Caesar. Okay. Das weiß ich jetzt nicht. Das stimmt, Leute. Aber, Freunde, das ist auf jeden Fall meine Unterrichtsklasse. Und ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall anfangen mit dem Unterricht. Seid ihr bereit? Okay, Leute, ich glaube, ich bin jetzt nicht der beste Lehrer, aber es wird schon. Es baut langsam drauf auf. Okay, beginnen wir mal die Stunde und fangen an. Denn wir sind ja in Mathe und da müssen wir ein bisschen was rechnen. Und ich würde gerne wissen, was 10 plus 19 ist. So, Freunde, und was ist denn... Warte mal, wo sind die Schüler hin? Oh mein Gott, warte mal. Was? Freunde, was ist denn jetzt passiert? Oh nein, warte mal, was? Ein Feueralarm? Nein, und warte mal. Was ist denn hier los? Die Schüler sind einfach am Grillen. Na, warte da. Okay, nachdem ich erfolgreich von der Schule geworfen wurde, weil meine Schüler einfach mitten im Unterricht gegrillt haben, würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall den nächsten Beruf auswählen. Dieses Mal bin ich mal gespannt, was es geben wird. Und oh mein Gott, was? Ich bin Räuber? Ganz genau, du wirst jetzt ein Räuber sein. Ehrlich gesagt, habe ich diese Ausbildung dafür nicht? Mir doch egal, zieh die Sachen hier an, los! Okay, ehrlich gesagt fühle ich mich bei der Sache ein bisschen unsicher. Ach, keine Sorge, das brauchst du nicht. Das schaffen wir schon. Also der Plan ist wie folgt. Du gehst rein und wirst auf jeden Fall die Bankfrau mit dieser Waffe ablenken. Okay, das geht jetzt in eine ganz falsche Richtung. Aber Freunde, ich möchte natürlich trotzdem die 1000 Robux gewinnen. Also schreibt mal in die Kommentare, wie cool findet ihr solche Videos von 1 bis 10. Also 10 sind die besten Punkte und 1 sind übel schlecht. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das wirklich das Richtige ist. Und ich werde schön die Bombe platzieren. Okay, Freunde, es ist nur ein Job. Es ist nur ein Job. Hände hoch oder Hackfleisch! Hände hoch oder Dönerfleisch! Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Mist, was muss man nochmal sagen? Nehmen Sie sofort die Hände hoch! Aber selbstverständlich werde ich die Hände hochnehmen. Ich muss schnell die Polizei informieren, bevor es zu spät ist. Okay, noch nicht kommen? Oh ja, es hat auf jeden Fall geklappt und er wird gleich das Geld abholen. Oh nein, schon wieder ein Banküberfall. Schnell! Den werden wir auf jeden Fall schnappen. Komm, den werden wir uns schnappen. Ha, da haben wir wohl die Beute. Ja, du hast zwar die Beute, aber du hast auch noch was anderes hinter dir. Was meinst du hinter mir? Hey, Kumpel, bist du oben fertig langsam? Ich meine, wir müssen so langsam mal ab. Oh, wir sollten so langsam abhauen. Wir haben, glaube ich, ein kleines Problem. Keule, kommst du langsam von oben runter? Ich würde sagen, du nimmst schnell die Hände hoch. Oder es wird was Schlimmes passieren. Okay, Freunde, was macht man jetzt? Ich glaube, schießen. Ich würde sagen, nehmt ihr die Hände hoch oder ich schieße. Okay, Freunde, ich habe keinen Ausweg. Ich muss schießen. Und? Oh, Freunde, wir haben ein kleines Problem. Das ist eine Spielzeugpistole. Nimm die fest. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein kleines Problem. Aber zum Glück wissen sie nicht, wie wir heißen. Haha, Vitamine, wir wissen schon längst, dass du es bist. Warte mal. Woher wissen die das? Haha, siehe deinen Rucksack. Oh Mann, Freunde, wir haben es vermasselt. Nein! Okay, Freunde, wir haben ein großes Problem. Ich glaube, das war's. Nein! Oh mein Gott! Und wo ist überhaupt der andere? Also, ich war nicht alleine. Hey, das kannst du gerne dem Richter erzählen. Ich hoffe, dir wird es gefallen in deinem neuen Schlafplatz. Haha, tschüssi! Oh nein! Warte mal, was? Ich fass es nicht. Wir wurden eingesperrt. Das Gute gewinnt immer. Oh Mann, ich habe es vermasselt. Aber egal, Freunde. Trotzdem haben wir heute 3 Berufe kennengelernt. Und es fehlen uns einfach immer noch 5. Also wenn du einen zweiten Teil willst, dann würde ich sagen, lass mir 1000 Daumen hoch da. Und dann wären wir bereit für einen zweiten Teil. Denn das war mega, mega witzig. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat und ich euch jetzt 1000 Robux schulde, dann schreibt jetzt ganz schnell deinen Roblox-Namen in die Kommentare und schreibt mal, welcher von den 3 Berufen euch am besten gefallen hat. Also schreibt deinen Roblox-Namen und dahinter den Beruf. Und wer nur den Roblox-Namen schreibt, da weiß ich, dass die nicht bis zum Ende geguckt haben. Aber es wird Zeit, sich zu verabschieden. Also, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.